Hallo ihr Lieben, kleines Corona-Update aus dem Rostocker Rathaus. Ja, heute ist es dann leider so gekommen, wie lange befürchtet. Wir haben ein bisschen mehr Infizierte als zuletzt. Wir haben an einem Tag 29 neue Infizierte. Das ist überhaupt nicht schön. Und wenn man mal genau hinschaut, was ist genau wie passiert. Da sind einige Hansa-Fußballspieler dabei. Das ist sehr ärgerlich, weil dann am Wochenende kein Hansa-Fußballspiel stattfinden wird. Und vor allen Dingen, wir befinden uns jetzt, ich sage mal, im fünften Tag des Lockdowns. Da ging es ja darum, bitte so gut es geht, private Kontakte runterzufahren. Und unter unseren 29 sind leider 7 aus einer Skatrunde. Auch da gilt es, bitte im Moment nicht in so großen Runden, nicht zu nah miteinander. Schaut bitte, ob es möglich ist, erst im Dezember wieder Skat zu spielen. Passt aufeinander auf. Und gemeinsam müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir das gut machen. Wenn ich rausschaue, freue ich mich natürlich auf die eine Seite, wie toll Rostock gerade aussieht mit den Lichtern. Und viele Menschen sind unterwegs. Ich sehe aber auch sehr viele Menschen, die sehr nah beieinander sind. Also achte aufeinander und miteinander, damit wir nicht zu weiteren Einschränkungen kommen müssen. Im Moment sind wir orange. Das Land ist ganz kurz vor rot. Also passt aufeinander auf und wenn nichts Wildes passiert, melde ich mich am Montag wieder.